Was ist heute los, Alter? Ich habe legit eine Woche nicht gestreamt und nichts gemacht, auch kein OBS-Update runtergeladen. Also diesmal habe ich kein OBS-Update runtergeladen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ey, keine Ahnung. Wobei ich zugegebenermaßen heute 7 Fly-Faxen offen habe. Leckt der Stream eigentlich? Ich habe 7 Fly-Faxen offen, das habe ich schon lange nicht mehr während dem Stream gemacht. Ich mache jetzt mal Hallas. Hallas kann sich mal verpissen. Der hat für 2 Stunden ausgesorgt, den brauchen wir jetzt 2 Stunden nicht mehr. Aber ja, das ist komisch. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es gut läuft heute, trotz 7 Maxen. Jetzt schmiert die ganze Zeit OBS ab. Also das wäre echt das Einzige, was mir einfällt, warum es nicht richtig geht. Aber ja, ich meine, wenn es nicht mal laggt, dann. Also ich merke auch, also Ingame laggt es auch nicht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass mein PC gerade auf 100% läuft. Also. I don't know, man. What's poppin' here? What's poppin', boys? Naja. OBS Restart wird nichts bringen, weil ich hab's jetzt schon zweimal geschissen. RIP. Naja. Also, was war das Letzte, was ihr noch gehört habt? Ich habe keine Ahnung. Das ist immer schwierig nachzuvollziehen für mich. Also, zwischen den Dungeons, genau. Also, zwischen den Dungeons könnten wir Switch spielen: Mario Kart oder Smash. Eins von beiden. Können zwischen. Ah ja, genau. Ja, also das wäre das, was ich euch anbieten könnte. Also quasi Aminos und Tramlok farmen, wie immer. Und dazwischen könnten wir mal zocken. Was ja bei sowas wie Mario Kart und Smash Bros. Gar nicht so schlecht ist. Weil man ja eh immer nur relativ kurze Runden hat. Und die Dungeon Runs dauern jetzt ja auch nicht extrem lang. Nur Aminos und Tramlok hintereinander. Gut, okay, das dauert dann schon ein kleines bisschen länger, aber. Ja. Also, das wäre eine Option. Weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich könnte auch tatsächlich. Kann man bei Smash Leuten zugucken? Oder bei Mario Kart? Gibt es da einen Viewing-Mode? Weil dann könnte man es tatsächlich auch so machen, dass ich im Discord bleibe und dann quasi Splitscreen hier sozusagen mache. Also das Fly-Fenster. Also das Fenster, wo ich gerade aktiv was mache, was in dem Fall Fly wäre, größer. Und Smash dann hier so irgendwie, wie wenn wir Videos gucken, dann so reinmachen. Und dann im Discord bleiben, dass man dann quasi sieht, oder auch bei Mario Kart, dass man sieht, was passiert sozusagen. So quasi eine kleine Game, sagt man, und so ein kleines Featuring zwischen Fly und Super Smash Bros. Und Mario Kart quasi. Aber Collaboration ist, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Not sure. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Oh Leute, ich habe keinen Clock of Honor. Verdammt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Genau. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Und ja, danke fürs Willkommen zurück. Danke, 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 danke. What's poppin', boys? Das letzte, was ich gehört habe, war: Yo, what's poppin', der Stream geht los. Er fängt immer einen Satz an und disconnectet seinen Router für mehr Spannung im Stream. Hast mich enttarnt. Was kann ich da noch sagen? Ich habe sogar Party-Lied? Okay. Achso, nee, ich habe Hada schon offline genommen, ne? True. Auf. Die Frage ist, ob genug Leute für Mario Kart dabei sind. Bei Mario Kart musst du, glaube ich, mitspielen, aber bei Smash Arena gibt es Spectator Mode, okay. Jetzt heftig, wenn wir hier was gedroppt. Oh mein. Das Spiel ist so ein Joke, ne? Ohne Clock of Honor mit einem Char, der weiter vom Levelbereich gar nicht entfernt sein könnte, tatsächlich. 85 Level, das ist legit das Maximum, was man von Day im Level entfernt sein kann. But I take it, man. I take it. Okay, nice. Schon ewig nicht mehr gedroppt. Also, ich habe schon ewig keine Queens-Waffe mehr besessen. Genau, aber gut, bei Mario Kart geht's dann nicht. Ja, können wir erstmal mit Smash anfangen und, Entschuldigung. Genau. Ja, aber sonst, sorry, aber Fly-mäßig, ich habe echt gar nichts am Start. Weil, wie gesagt, vorhin alles abgeschissen ist, Party verloren und so weiter und so fort. Das hat mir dann einfach relativ viel Zeit gekostet und dann konnte ich mir nicht mehr wirklich was überlegen. Und wenn man nichts levelt ohne Event, nur mit XP-Event, dann, ja. Dann sind die Möglichkeiten, die man in dem Spiel hat, ihr kennt es, nicht sehr vielfältig.
Muss man mal in anderen Shops kontrollieren, ob da noch was am Start ist. Yes. Yes, it is. Farm of Play Park? Ich habe es leider nicht offen. Können wir vielleicht morgen machen. Also ich muss mir noch überlegen, ob ich jetzt wirklich nichts level oder ob ich wirklich nichts anderes mehr mache auf Yggdrasil. Dann können wir das morgen machen. Ich muss sagen, meine Motivation für Playpark ist jetzt auch nicht so groß. Einfach aus dem Grund, dass die Droprate von Items dort einfach so katastrophal schlecht ist. Und das wirklich echt belastend ist. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, ob ich nicht schon wieder... Es ist 21.51 Uhr. Wann bin ich denn das erste Mal online gekommen? Weiß das irgendjemand? Das muss doch eigentlich legit gefühlt schon wieder eine Stunde her sein. Mein Disconnect hat jetzt schon wieder so viel Zeit abgenommen. Oder knapp eine Stunde zumindest. Hat Fnatic gewonnen, weißt du das aus mir? 20.54? Ja genau, ist noch 2 Minuten. Dann machen wir noch einen Tramlock Run. Währenddessen kann ich mal kurz gucken, ob ich das Setup hier hinbekomme. Lass dich mit Azu zweimal killen, aktiviere nach dem ersten Mal kein Blessing. Nein. Nein. Fnatic hat gewonnen? Ja, let's go. Scheiß Ninja sind bitte. Genau. Ja gut, dann gucke ich mal, dann mache ich hier mal. Da müsste ich fast eine neue Szene machen. Jesus Christ. Kann man das eigentlich kopieren? Duplizieren tatsächlich. Oho, Alter. Big Brain, damn. Cerebro muy grande. Cerebro muy grande. Sehr gut. Dann machen wir mal Flife. Dann machen wir das doch mal kleiner. Achso, nein. Flife ist die Main Source. Na, dann passt schon. Dann machen wir mal. Machen wir mal die Switch an. Dann muss ich halt die Switch über Flife ziehen. Und dann machen wir einfach. Kann ich das hier auch duplizieren? Kopieren. Einfügen. Das ist das ganz oben. Machen wir die mal hier Vollbild, genau. Oh, damn. Alright. Das müsste doch eigentlich gehen, so beim Farmen. Man sieht noch genug, was passiert. Oder von mir aus, mittlerweile gibt es ja Loots eigentlich auch nicht mehr. Oder es gibt schon noch, aber es funktioniert nicht mehr momentan. Dann kann man es eigentlich auch unten in die Ecke ziehen. Oder oben? Wo ist am besten, was denkt ihr? Also wo stört es am wenigsten? Oder wirklich einfach da, wo wir auch immer Videos gucken? Also hier. Uff, das sah gerade nicht gut aus. Facecam Fullscreen. Na, ich glaube, das ist nicht so gut. Hab gegoogelt, Fnatic hat 2-1 gewonnen. Nice. Achso, du hast es gar nicht geguckt, oder was? Dass es 1-1 stand, wusste ich. Unten rechts wegen dem Chat. Rechts am besten. Unten links auf die Webcam eventuell. Okay, Mr. Felix. Oh, schade, es geht irgendwie nicht. Oh, muss ein Bug sein. Da ist ein gut aussehender junger Mann davor. Ärgerlich. Driver! Kappa. Na gut. Aber gut, dann passt es. Dann haben wir so Vollbild. Genau. Oh, weil das nicht ganz Vollbild ist. Wait. Oh, doch, es ist Vollbild. Na, passt schon. Alright. Ja gut, dann können wir das machen, wenn ihr wollt. Oder das heißt, wenn ihr wollt. Aber ja, das wäre das Einzige, was ich euch heute anbieten könnte, weil ich echt out of content bin. Was bei Flife. Was Flife betrifft. Aber es liegt da. Also, ich muss auch wirklich sagen, also, Money Grind ist schwierig mit den ganzen Problemen, die einem das Spiel bereitet. Also allein schon mit den Shops jetzt ohne Auktionshaus überhaupt irgendwas zu verkaufen, ist echt pain in the ass, sage ich euch. Echt unangenehm.
Aber naja, was will man machen? So. Alright, gut, dann machen wir nochmal Tramnok. Aber was mir... Dann können wir kein Smash spielen, wenn du essen gehst. RIP. 22 Uhr, das ist so weird. Ich glaube, ich kenne niemanden, der um die Uhrzeit was isst. Gut, okay, ich kenne allgemein niemanden. Dürfen Männer auf Twitch oberkörperfrei streamen und sich mit Sonnenmilch beispielsweise einreiben? Was sollte man mit Sonnenmilch sonst machen? Aber nein, darf man nicht. Sexismus strikes again. Gut, okay, Frauen dürfen es auch nicht, logischerweise. Aber ich meine, es ist ja auch nicht das Gleiche. Also Männer und Frauen oberkörperfrei sind nicht dasselbe. Dann ist ein Infekt noch 3 Minuten. Ja, okay. Ja gut, okay, wegen der Anfangszeit, okay. Ja gut, Asmir, wenn du willst, dann können wir es jetzt gleich machen. Das kleine Matchup sollte eigentlich nur 10 Minuten dauern. Dann kann ich mir dann schon mal das Game ein bisschen reinziehen. Oh, okay. Noch keine Minute gespielt. Erstmal ein Update laden. Let's go. Are you fucking kidding me? 9 Minuten? Oh mein Gott. Okay, never mind. Schau mal, ob du das Update auch hast. Okay, 8 Minuten. Geht ganz schön schnell. Okay, ich glaube nicht, dass es 8 Minuten dauert. Das sehen wir ja gleich. Also ich habe Pfefferbeißer plus Malzbier hier. Gönn dir. Aber gut, Felix, du bist da auch, du wohnst ja auch alleine. Ich meine, in einer Familie. Ich meine, wenn man alleine wohnt, dann hat man allgemein seltsame Angewohnheiten, würde ich mal behaupten. Ich meine, die habe ich jetzt schon. Ich wohne nicht mal alleine. Sowas wie seltsame Esszeiten oder auch allgemein, was man isst und so. Aber, ja. Ich habe letztens Damen gesehen, die haben Bodypainting hier ausgeübt oder sowas. Sicher, dass das auf Twitch war? Und wenn ja, was heißt Damen? Also das stimmt tatsächlich. Dass Cosplayer, also ich bei Frauen weiß es jetzt nicht, aber bei Männern, wenn du quasi nicht direkt oberkörperfrei bist, sondern es quasi Teil eines Kostüms ist sozusagen, dann ist es, glaube ich, erlaubt. Ja. Aber du darfst es dich jetzt nicht einfach ohne T-Shirt einfach nur hinhocken, an deinen Nippeln rum. Okay, gut, das sollte man sowieso nicht machen, aber das glaube ich nicht. Das muss irgendwie ja, verkauft werden, wie alles auf Twitch. Du musst auf jeden Fall Geld damit einnehmen. Kappa. Nein, also es muss irgendwie, keine Ahnung, Teil deines Kostüms sein oder so. Ich weiß es nicht, was die genaue Regel ist. Willst du mich verarschen, jetzt downloadest du was für 8 Minuten? Schau lieber mal selber nach, ob du das Update nicht auch ziehen musst. Würde mich wundern, wenn du es nicht ziehen müsstest, oder? Oder hast du das Smash schon mal gestartet? Ja, das wusste ich nicht, dass man das noch was runterladen muss. Also, dass noch ein Update kommt. Also, woher hätte man das wissen sollen? Scheint ja sogar ein ziemlich fettes Update zu sein, wenn das 10 Minuten dauert. Sicher habe ich schon gestartet. Oh, Entschuldigung. Nennt man Vorbereitung. Du hast es schon gestartet und mit deinem zweiten Account 40 Stunden gespielt. Passt. Aber was ist das denn? Oh, die Elder Scrolls Online. Mitchell, danke für deinen Follow. Free-to-play-Event vom 1. bis 14. April. Holy shit. Alter, das müsste ich eigentlich fast mal machen. Ich habe nämlich letztens tatsächlich überlegt, mal reinzugucken. Aber es kostet halt was. Beziehungsweise eigentlich wollte ich mir noch Videos angucken. Und das ist das Update, mit dem Telekom dich random disconnecten kann. Das ist mandatory. Du sagtest doch, dass Loots nicht mehr geht. Also bei fast allen funktioniert es nicht mehr. Beziehungsweise immer, wenn es jemand machen wollte, meinten sie, es geht nicht. Oder ging nicht. Weiß nicht, ob das auch von Leuten abhängig ist oder ob das an Loots hängt. Aber danke auf jeden Fall, Mitchell. Ja, das ist echt blöd.
Dann machen wir noch kurz. Dann machen wir doch noch kurz irgendwas. Dann können wir doch noch Tramlok machen, ja. Bevor ich hier sitze und 8 Minuten warte, kann ich auch in der Zeit einfach Tramlok machen. True. Ganz schon wieder ganz vergessen. Tja. Ja, mal gucken, was habt ihr denn? Was macht ihr denn so beim XP-Event? Also was levelt ihr so? Was macht ihr so? Vielleicht bringt ihr mich auf irgendeine Idee. Oder, oh, wir könnten ohne alles Char tatsächlich spielen. Allerdings wäre das momentan echt hinderlich, weil ich bin momentan echt auf Money grinden, wenn ich ihn ohne alles Char spielen würde, vor allem für mehrere Stunden. Ja, würde jetzt nicht wirklich meinem Main-Account helfen, weil da würde ich ja kein Geld verdienen währenddessen. Außer Kappa. Nein, ja, mal gucken. Die 100-Euro-Donation funktionieren nicht mehr, Sellout-Styler. Ah ja, stimmt, genau, bei Tippi-Stream gibt es so einen Fehler. Wenn du 150 Euro auf einmal donaten willst, funktioniert es aus irgendeinem Grund nicht. Ich meine, muss jetzt keiner ausprobieren. Nein, Spaß. Der Klassiker. Schauen wir nach Fourleaf Clover im AH. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, Felix, aber kann ich machen. Bei XP-Event wird generell nur gedownlevelt, nur downgelevelt. Ich glaube, du spielst auf dem falschen Server, Mr. Cox. Es geht von 1 bis 170, nicht von 170 bis 1. Ich level meinen Blade auf 145. Nein. Nein, das machst du ganz sicher nicht. Nur die 150 Euro nicht, aber 250 kann ich problemlos donaten. Also bei 250 habe ich es leider nicht ausprobiert. Das müsstest du jetzt testen. Also das kann ich dir jetzt wirklich nicht sagen. Damit es wirklich jeder im Stream nochmal genau nachvollziehen kann, würde ich dich einfach bitten, probier es doch einfach mal aus. Und ich meine, da kann ja nichts schief gehen. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, wenn es geht, geht's. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber das passt schon. Also einfach mal ausprobieren. Tut ja keinem weh. Kostet ja auch nichts. Weißt du, was ich meine? Ist ja quasi gratis. Kappa JK. Nein, Bro, der Zug fährt noch fleißig seine Station.